Hallo, ich bin Petra Chagatsedi und viele von euch kennen mich sicher schon als Bündnisgrüne Landtagsabgeordnete in den letzten 4 Jahren, vor allem für die Themenbereiche Migration, Asyl und Integration und für den Themenbereich Inklusion und Barrierefreiheit. Meine politische Motivation ist, dass ich in einem Sachsen leben will, das Vielfalt als Vorteil erkennt und dass ein Land ist, in dem alle gut und gerne leben und in dem jeder teilhaben und partizipieren kann. Doch damit das geschieht, müssen wir politisch auch noch einiges ändern und voranbringen. Und das ist meine Motivation, mein Credo, warum ich auch weiterhin Politik mit euch gemeinsam machen möchte. Die Ereignisse in den letzten Wochen und Monaten und vor allem auch die Erkenntnisse über die AfD, die Geschehnisse in Potsdam haben viele wachgerüttelt. Doch ich muss sagen, als Frau mit Migrationsgeschichte in einer Familie mit Einwanderungsgeschichte hat mich das leider nicht überrascht, denn wir erleben solche Dinge schon sehr, sehr lange und wir befürchten sie auch schon sehr, sehr lange. Und genau deshalb braucht es jetzt eine starke bündnisgrüne Politik, die zeigt, dass alle Menschen, die in Sachsen leben, zu Sachsen gehören und dass wir eine große Gemeinschaft sind, die zusammenhält. Gerade in der Asyl- und Fluchtpolitik haben wir in den letzten Zeiten vieles erlebt, was dem nicht entspricht, was Vorurteile produziert, was diskriminierend wirkt. Und genau deshalb möchte ich mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass wir in Sachsen eine humanere Flucht- und Asylpolitik haben. In den letzten Jahren war es nicht leicht und ihr habt das sicher auch gemerkt. Nicht alles war so, wie wir Bündnisgrüne uns das gewünscht haben. Aber genau deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt noch stärker werden, damit bündnisgrüne Politik den Ton angibt, gerade im Bereich Asyl und Flucht in Sachsen. Wichtig ist aber auch der Bereich Integration. Hier gibt es bereits viel Engagement von euch und von vielen anderen Menschen in der Zivilgesellschaft. Und wir werden jetzt auch bald ein Gesetz haben, das Integration und Teilhabe in Sachsen an die Tagesordnung setzt. Aber auch hier braucht es noch viel mehr grüne Inhalte, noch viel mehr grüne Positionen, für die ich gern auch weiterhin mit euch kämpfen möchte und die ich einbringen will. Barrierefreiheit und Inklusion sind ebenfalls große Themen, die uns in Sachsen beschäftigen müssen. Denn hier stehen wir auch noch sehr weit zurück. Wir müssen endlich einen Sachsen erreichen, in dem Menschen in der Großstadt, auf dem Land, egal wo sie leben, überall hinkommen können, überall teilhaben können, mitmachen können, in dem sie gerecht arbeiten, gerecht entlohnt werden. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von all dem, was uns gerade in der Arbeit gemeinsam mit Menschen mit Behinderung noch antreiben muss und wo wir nachbessern müssen. Dafür stehe ich, dafür will ich auch in den nächsten Jahren im Sächsischen Landtag kämpfen und ich freue mich auf eure Unterstützung, wenn ihr mir eure Stimme gebt.